Wir kochen Bibimbap. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Wir befinden uns hier in meiner bescheidenen Küche im Schwarzwald und wir kochen heute koreanisch. Um genau zu sein, Bibimbap. Wieso das alles? Ich sag euch wieso. Nämlich meine treuen Follower auf Instagram wollten nämlich wissen, wie macht sie das eigentlich? Alles gar nicht so schwer. Ich zeig's euch. Wie ihr seht, habe ich hier die Zutaten schon fein säuberlich drapiert. Wenn man die Eier weglässt, kann man sogar von einem veganen Gericht sprechen. Aber ich bin nicht vegan. Fangen wir von vorne mit den Zutaten an. Wie gesagt, Eier optional, Reis nicht optional, Hauptbestandteil dieser Mahlzeit. Dann kommen wir zum Gemüse. Bibimbap ist im Prinzip nichts anderes als Reis mit Gemüse, viele verschiedenen Gemüsesorten. Ich mache es üblicherweise alltagsmäßig immer mit Paprika, Gurke, Karotten. Das ist so Standard. Möglich ist es natürlich auch mit allen anderen Gemüsesorten, üblicherweise mit Sojasprossen in Korea oder auch mit Zucchini, Spinat. Heute habe ich Pfifferlinge dabei. Ich habe es noch nie mit Pfifferlingen gemacht. Von dem her bin ich auch gespannt, wie das mit Pfifferlingen schmeckt. Beim Koreaner habe ich es auch schon mit Champignons gegessen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, es ist ein Gemüse. Was in Korea eher weniger vorkommt, sind Tomaten. Also Tomaten eher weniger im Bibimbap zu finden. Genau. Dann brauchen wir noch ein bisschen Knoblauch. Was ich immer zu Hause habe, ist geröstete Sesamsamen. Den Sesam habe ich selbst geröstet, also ich kaufe mir einfach Bio-Sesam, tue den bei mittlerer Hitze in eine beschichtete Pfanne und röste ihn halt bis zum gewünschten Röstungsgrad. Wichtig, die müssen geröstet sein, die geben ein super schönes, feines Aroma. Die Bibimbap-Pasten brauchen wir erst später zum Anrichten, genauso wie die Sojasauce und das Sesamöl auch erst später zum Anrichten. Und dann natürlich, aber natürlich auch optional, koreanischer Reiswein, Chumchuchum bzw. Sochu. Okay Freunde, wie jede gute Mahlzeit beginnt auch diese Mahlzeit damit, dass wir unser Gemüse ordentlich durchwaschen, schälen, was zu schälen ist und putzen, was zu putzen ist. Let's do this! Party People, natürlich erstmal ein Disclaimer am Anfang. Ich bin keine Koreanerin, komme nicht aus Asien. Alles, was ich hier tue, ist laienhaftes, übliches Haushaltsgekoche. Ich habe weder irgendwo einen Kurs belegt, noch irgendeine Expertise, was dieses Kochen angeht. Das Einzige, was ich mache, ist, ich gucke sehr gerne Mangchi an. Sie ist meine Liebste, wenn es um die asiatische Küche geht. Ich verlinke sie euch unten in der Beschreibung. Und ich orientiere mich hier an dem, was ich von Mangchi gelernt habe. Noch ein Disclaimer, ich esse dieses Gericht mindestens zweimal in der Woche. Mindestens. Weil es schmeckt. Freunde, das Gemüse wird gewaschen. Ordentlich gewaschen. Damit ihr irgendeine mengenmäßige Orientierung habt, ich koche für meinen Mann und mich jeweils eine Portion, also insgesamt zwei Portionen, zwei Karotten, die halbe Gurke und die ganze Paprika, weil die klein ist. Ist es eine große Paprika, manchmal auch nur die halbe Paprika, damit ihr ein bisschen eine Orientierung habt. Natürlich könnt ihr das alles total variieren. Wenn ihr weniger Kohlenhydrate an dem Tag haben wollt, lasst ihr halt ein bisschen mehr Reis weg und macht ein bisschen mehr Gemüse. Ja. Dann müsst ihr euren eigenen Weg finden. Gemüse-Reis-Ratio ist variabel. Genau, dann schnippeln wir mal los. Also Karotte, handelsüblich einfach. Das entfernen, was zu entfernen ist. Aufpassen, dass ihr nicht eure Finger in den Gemüseschäler mit reinnehmt. Wichtig jetzt für den Bibimbap, wir schneiden die Karotten nicht so oder irgendwie in Würfel. Wir nehmen sie so seitlich und dann schneiden wir ein bisschen schräg rein. So. Dass wir so, jetzt haben wir zum Beispiel zwei Scheiben und die legen wir dann hin und dann schneiden wir Streifen. Karotten sind manchmal echt störrisch und wenn ihr so an einem Teil angekommen seid, was euch einfach zu störrisch ist,
Dann könnt ihr es einfach aufessen. Wie gesagt, von der Gurke nehme ich jetzt erstmal die Hälfte. Schälen. Ich mache es jetzt so, dass ich das Innere hier immer rausschneide. Und das mache ich so, indem ich einmal so schneide und einmal so schneide. Und dass ich bei dem hier, bei dem Dreieck, einfach jetzt das hier so rausschneiden kann. Und das esse ich immer. Die Gurke schneiden wir jetzt folgendermaßen einfach so in relativ schmale Streifen, aber die müssen nicht so schmal sein. Zu der Gurke kommt noch ein bisschen Knoblauch dazu. Das macht ihr gerade nach eurem Belieben einfach. Wichtig auch, bitte den Knoblauch nicht pressen. Das mag der Frank Rosin gar nicht. So, das heißt, den Knoblauch schön klein schneiden. So, den Knoblauch tun wir jetzt zu der Gurke dazu. Und einmal den Knoblauch unter die Gurke unterrühren. So, dass es halt ein bisschen ziehen kann. Ne? Und die Paprika. So finde ich es am einfachsten. Das Weiße hier muss immer raus. So, die Paprika schneiden wir jetzt wieder so in Streifen. Wir haben unser Gemüse jetzt geschnitten. Die Pfifferlinge tropfen noch hier drüben ab. Die brauchen noch ein Weilchen. Aber ich würde sagen, wir braten schon mal jedes Gemüse einzeln an. Okay, wir starten mit den Karotten. Die Pfanne mache ich immer so mittelheiß bis fast heiß. Also kurz scharf anbraten. Ihr müsst auch entschuldigen, wenn mein Herd jetzt nicht glatt poliert ist. Es liegt einfach daran, dass ich hauptsächlich ein Leben habe neben der Küche. Nichts gegen Leute, die ihren Herd glanzpoliert haben. Auch schön, aber das war jetzt nicht Prio Nummer 1. Prio Nummer 1 ist derzeit für mich, was zum Essen zu haben. Karotten anbraten. Wie gesagt, heiß, kurz. Schon so, dass man merkt, dass sie ein bisschen durch sind und nicht mehr so bockelhart sind, aber wirklich nicht allzu lang. Ja, ich denke, jetzt ist es gut. Wenn die Karotten soweit sind, einfach die Karotten rausnehmen. Und weil wir gleich weiter braten müssen, nehmt ja bitte Zewa, aber bitte sparsam mit Zewa, weil wir haben nur eine Welt. Ich benutze 2 Tücher Zewa für den ganzen Vorgang, also das könnt ihr aufheben auf jeden Fall. Dann brauchen wir frisches Öl. Klacks. Dann würde ich sagen, wir braten die Gurke an mit dem Knoblauch. Wieder gut heiß. Kleiner Pro-Tipp noch von mir, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer gebratenes Gemüse zu kalt wird, bis euer ungebratenes Gemüse brät, könnt ihr es so lange in den Ofen schmeißen, 50 bis 100 Grad Umluft. Das hält es warm, aber kocht es nicht weiter. So mache ich es zumindest. So, schaut so aus, als wären die Gurken auch schon soweit. Angebraten, aber noch knackig. Wir nehmen wieder unser Küchenpapier, unser altes. Bisschen einmal durch.
Dann kommt die Paprika wieder. Oh, es war vielleicht zu viel Öl, aber naja. Ja, yep. Manchmal ist es so. Dann kommt unsere Paprika. Also eventuell ist meine Paprika ein bisschen zu schwarz geworden oder zu dunkelbraun geworden an manchen Stellen. Aber das macht überhaupt gar nichts. Nächstes Mal wird es wieder besser. Wenn ich mein Gemüse angebraten habe, schmeiße ich immer gleich einen Reiskocher an, damit der Reis fertig ist, wenn ich hier mit dem Gericht fertig bin. Mein Gemüse ist jetzt im Backofen, damit es warm bleibt. Wir machen jetzt die Spiegeleier und natürlich müssen wir noch die Pfifferlinge anbraten. Die wollte ich aber zuletzt machen, weil ich eben denke, dass die eine sehr schwammige Konsistenz haben und ich nicht will, dass die gleich zusammenfallen. Jo, dann machen wir mal die Spiegeleier. Ich nehme für die Eier die kleine Pfanne und für die Pfifferlinge habe ich jetzt die große Pfanne genommen. Die Pfifferlinge brate ich mit Öl an. Spiegeleier brate ich prinzipiell mit Butter an. Ich finde, dann werden sie am formschönsten. Traditionell wird zu Bibimbap wie zu meist jedem koreanischen Gericht Kimchi serviert. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, aus dem Asia-Shop den Kimchi in der Dose zu kaufen. Und dann gibt es noch von Complete Organics, heißen die. Das ist ein Startup. Die haben sehr gutes Kimchi. Das ist jetzt das Daikon-Kimchi. Das ist hier Rettich. Aber die haben auch das neue Kimchi. Das ist Chinakohl. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wir haben unser eigenes eingelegtes, fermentiertes Kimchi gemacht. Von dem her essen wir jetzt das dazu und den Rettich. Wie gesagt, optional dazu Chumchuchum, Sochu, koreanischer Reiswein, ein oder zwei Stamperl oder drei Stamperl, je nachdem, wie lustig ihr seid. Um der Gottes Willen, es langt kaum. Ich trinke das Peach jetzt. Das ist eh nur ein halber. Okay, dann gibt es halt für einen Strawberry. Wenn euer Gemüse und eure Eier soweit fertig sind, ist es Zeit, den Reis rauszuholen. Wenn der Reis in der Schüssel ist und das Gemüse fertig ist, wird es Zeit, das schön zu drapieren. I can't fucking touch this! Gerrit. Gurke. Und die Paprika, die gut gebräunte. Und zu guter Letzt unsere Pfifferlinge. Jetzt kommt unser Spiegelei zum Einsatz. Gerade in die Mitte legen. So Freunde, das ist jetzt unser Bibimbap. Den würzen wir jetzt noch ordentlich, nämlich einmal mit Sesamöl, Sojasauce, Bibimbap-Sauce oder äquivalent diese Red Pepper Paste bzw. Chili-Paste. Ich nehme die Bibimbap-Sauce, weil sie einfach super lecker schmeckt. Und weil wir immer noch nicht genug haben, nehme ich noch diese Soße. Das ist die Soße von den Nuclear Fire Noodles.
Vorsicht, super, super scharf, nicht mit zu spaßen. Und jetzt kommt die Krone auf das Haupt, der geröstete Sesam, gerade so in den Fingern zerreiben. Wenn ihr das so habt, dann könnt ihr erstmal ein schönes Foto für Instagram machen und dann könnt ihr alles miteinander vermanschen und dann habt ihr super lecker Bibimbap. Das Ganze sieht dann irgendwann so in der Art aus und dann könnt ihr es euch eigentlich ziemlich schmecken lassen. Kimchi und den Daikon Kimchi dazu. Guten Appetit!